So, und damit hallo und herzlich willkommen zum Gaming-Setup und Zimmer-Video vom Abo-Special. Und ich wollte euch ja mal zeigen, wie ich so hier zocke und wie ich auch wohne nach der Renovierung jetzt. Und dann fangen wir einfach mal an hier mit dem Schreibtisch. Wir sehen hier erstmal meinen Laptop. Ja, hier mit externer Tastatur, weil ich komme mit diesen hohen Tasten einfach viel besser klar als mit diesen flachen. Ich hasse die normalen Laptop-Tasten, mag ich nicht, deswegen gehe ich mit dir einfach mal drüber oder hab's einfach vorm Laptop liegen. Ja, dann hier mein Laptop. Könnt ihr auf meiner Website ja sehen, was das für einer ist. Habe ich ja alle Angaben angegeben. Kann ich mir unten nochmal in die Beschreibung rein tun. Dann haben wir hier eine schicke Lampe. Ja, das ist alles ganz, ganz wichtig. Dann Xbox-Adapter, damit ich auch meinen 360-Controller anzocken kann. Das alte Headset. Das neue Headset. Was haben wir noch? Western Digital 500 GB externe, wo nur noch 100 frei sind. Dann, was haben wir hier noch alles rumfliegen? Fernbedienung, Controller, mein Handy. Ja, ich nehme gerade von meiner Schwester auf, weil das hat eine 12-Megapixel-Kamera und das ist ein bisschen besser. Was haben wir hier noch? Laptop-Ablage, die ich nie benutze. Dann, Heuschnupfen-Tabletten. Ja, ich habe Heuschnupfen, scheiße. SD-Kartenadapter. MP3-Player, der als USB-Stick verwendet wird. Eintrittskarte noch von der DTM, ja, ich liebe die DTM. Ist ein Motorsport, wenn ihr wissen wollt, was es ist. Dann haben wir hier was ganz Nices für die PSP, die hier liegt. Gut, das steht die Kamera nicht scharf. MicroSD-Adapter, weil hier kommen ja immer solche Memory-Sticks rein. Und damit kann man eben SD-Karten, MicroSD-Karten verwenden. Dieses Ding kostet, glaube ich, 10 Euro. Und dann könnt ihr MicroSD verwenden, und das ist einiges billiger. Und zudem kann ich auch Spiele von der SD-Karte dann laufen lassen. So, Spardose, warum ich die hier stehen habe, weiß ich auch nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Dann haben wir hier Buddha, ja, in einer anderen Form. Buddha muss nicht unbedingt fett sein, er darf auch dünn sein. Schon meinen Großeltern bekommen und ja, den habe ich hier stehen, weil der toll ist. PlayStation-Kamera, falls ich mal Vlog oder so mache. Noch einen anderen Controller von Logitech. Der Grabber, womit eben hier die Konsole angeschlossen wird. Wie, das habe ich ja schon mal in einem Video erklärt. Die Konsole steht sicher, die steht am Fernseher. Ich hole vielleicht ein Verlängerungskabel. Was haben wir noch hier? Dann haben wir hier erstmal CDs unter dem Laptop. Was daran liegt, dass ich ihn höher stelle, weil er mir sonst zu heiß läuft. Und ich denke, man hört ihn gerade auch, weil er ziemlich brummt. Und ich werde mir später noch ein Cooler-Pad holen. Was haben wir noch? Wir haben jetzt hier meine Maus. Ja, auch von der MK300-Pack. So, dann stellen wir nochmal auf. Was haben wir hier oben im Regal drin? Ja, ich bin total autonah und deswegen haben wir hier ein Glasschiff, ja, was ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe. Ein paar Anhänger hier von Shell, diese komischen Dinger. Ein paar Modellautos, da. 4 Stück haben wir hier stehen. Bild, was ich irgendwo von Freunden der Familie gemalt bekommen habe. Weiß gar nicht mehr, wie lange her. Mein Name auf, ich weiß es nicht. Chinesisch auf keinen Fall. Ich weiß nicht, was es für eine Sprache ist. Leider nicht. Da haben wir noch so eine coole Lampe. Warte, gehen wir kurz anmachen. Sehr stylisch nebenbei gesagt, die Dinger. Da. Super, sieht man so ganz geil auf der Kamera. Ne, die leuchten so komisch, das sind diese Glasfaser-Dinger. Das machen wir an, ist ja egal. Oh, so. Weiß ich, weil ich die mal geschenkt bekommen habe, deswegen habe ich die nicht weggeschmissen, weil da hängt zu viel dran. Gehen wir dann mal jetzt zum Regal. Also, was haben wir hier oben? Noch mehr Modellautos. Mein Gott. Es geht nicht anders. So, dann haben wir hier erstmal CDs, die keine Menschen braucht. Was haben wir hier? Dual-Air-Rohlinge. CD-Rohlinge. Spiele, Anleitungen, Konsolen, große Xbox hier noch, Musik, ganz viele gebrannte CDs, noch mehr, Karriereautos, warum die hier noch stehen, ich wollte sie eigentlich auf den Dach rumbringen, weil die Bahn habe ich eh nicht mehr. Noch mehr Spiele auf CD, jetzt habe ich mal nicht weg, mal so cooles Schild von San Francisco. Was haben wir noch? Hier so ein paar CD-Hüllen-Dingsbumsen, ein Rubik-Cube. Den ich mal konnte, aber ich glaube, ich habe es wieder verlernt. Was haben wir dann noch? Ich habe das jetzt hier mal nachher stehen, weil wir haben einmal so drehen. Oh, aber ich lasse jetzt so, ist scheißegal. Wir haben einmal, ihr könnt es eh nicht lesen, Nesca haben wir, die Sims Deluxe, ja, Sims 1 Deluxe, die Sims tierisch gut drauf. Dann haben wir Harry Potter und die Kammer des Schreckens, ja, Need for Speed 2. Ich mal jetzt kurz drauf, weil das ist nicht rauskriegbar. Weil das ist hier noch alte Spiele. Ich guck mal die geile Grafik an. Sehr geil. Ich lese ja nochmal kurz vor, was da drauf schon weiß, wie steht.
Ein neuer Meilenstein der visuellen Darstellung. Präsentiert Rennwagen als hochauflösendes Polygonmodell. Yay. Toll. Dann, Need for Speed Carbon, Post-Read, Undercover, Shift. Nicht original, wie man sehen kann. Das ist eine schwarze Hülle bei Xbox-Spielen. Das ist ein Cover, das ich mir ausgedruckt habe. Herr der Ringe, Battlefield The Company 1, FIFA 10, auch nicht original. Project Gotham Racing 3, Viva Pinata, Train Simulator und Forza 2 ist da auch noch drin. Colin McRae 4, Rally 4, ja, Dirt 2, auch nicht original. West of Gate, auch nicht original. Extreme 500, keine Ahnung, wie alt das Game schon ist. Juiced 1, Stuntman Ignition, GTO 3, GTO World Tour, Rollercoaster Tokyo 2, noch Add-on dazu, Kings of the World, Rally Trophy, was haben wir noch? Siedler 4, International Rally Championship, GTR 2 und Rennsimulation, Disney's Bärenbrüder, gut, Werb Millionär, 5 PC-Spiele, Racing und so ein Rally Championship-Spiel, was ich mir gekauft habe und denke, warum? Ich mache jetzt einfach mal irgendwann mal ein Video davon, weil es echt so grottenschlecht ist, dieses Game. Das ist echt schon eine Beleidigung. Haben wir hier noch so 3 PSP-Games? Ja, mehr habe ich glaube nicht. Nee, mehr habe ich nicht. Dann, da hier so ein paar Pokémon-Games. Oder Game Boy Color-Games, wo ich den Game Boy nicht mehr finde. Hier sogar Pokémon Pinball, yeah. Ach, was haben wir hier? Ja, schon mal weg. Einmal hier so eine ganz große Mappe, wo ich eigentlich von Spielezeitung. Die DVDs drin habe. Hier kommt wieder Bildspiele und Games aktuell habe ich ganz viele drin, zeige ich aber jetzt nicht. Dann also hier haben wir diese großen Boxen von der Original. Von der Safu-Pyramide, Indiana Jones Lego, Rollercoaster Sticker 3, Oblivion, Street Fighter 4, DTM Race Driver 3, was haben wir hier noch? Oh, ein paar Spiele von meinem Bruder noch. Verpisster Mississippi Kommissar Kugelwitz, yeah. Wir haben hier eine Junior, was haben wir hier noch? Demolition Racer. Demolition Racer, da brauche ich die CD aber nicht mehr, leider. Mohun. Dann hier Fahrschule, ist hier Fahrschule. Und Lego Star Wars 2 haben wir auch noch. So. Flieg weg, danke. Noch mehr Modellautos. Ja, spannend. Ich weiß, mein Zimmer ist echt geil. Dann haben wir hier ganz viele Schulbücher. Ein Heft, was komplett am falschen Platz liegt. Schulhefte, Malsachen, ein Karton voller Kabel, die ich ab und zu mal brauche, noch mehr Rohlinge, warum die da link, ich weiß nicht, ein paar Fotos, so Steine, Anleitungen für Laptop, brauche ich für den Fernseher, ich komme mit dem Fernseher nicht klar, also muss ich mir immer wieder durchlesen. Dann haben wir hier, ging es aktuell. Die Dinger sammle ich, die habe ich nicht weggeschmissen, weil die sind geil. Ich habe das aktuell hier mit Modern Warfare 3 und Infamous 2 haben sie da drin. Dann hier so ein paar scheiß Bücher, Anlage für den Computer, die ich aber nicht verwende, Großteil, weil die nimmt zu viel Platz weg auf dem Schreibtisch. So Schachbrett und hier, ja, Asterix und Obelix Hefte, die habe ich noch von meinem Vater und die sind einfach zu schade zum Wegzuschmeißen, die haben einfach irgendwie Style. Jetzt zwar nicht mehr, aber die haben Style, ja, die haben total viel Style. Gut, da habe ich so ein paar T-Shirts hängen, weil ich die im Schrank eingeräumt habe, den ich ja erst seit gestern habe. 9. Ziemlich klein. Wenn ihr sehen wollt, ich kann mich da ganz easy drauf. So, damit wieder zurück, nachdem gerade die Speicherkarte voll war. Hey, ja, ich wollte gerade sagen, ne, abstützen oder draufsetzen kann ich mäßiger nicht, aber er ist auch jetzt nicht so hoch. Also, Fernseher, seht ihr ungefähr. Ja, hier habe ich so ein paar Fahnen auch von DTM, weil ich bin ja der Fan davon. Dann hier eine Unterschrift von dem Fahrer, der leider nicht mehr fährt. Hier meine geile Tapete. Wollte ich jetzt auch mal zeigen, habe ich ganz vergessen. Hier, sehr stylisch. War auch eine scheiße Arbeit, die zu kleben. Dann hier, geiler Teppich und so, auch cool, ne? So, dann gehen wir mal weiter. Dann hier bei meinem kleinen Fernseher. Das war jetzt wirklich toll, aber das ist irgendwie ist echt mini. Hier die Lautsprecher meiner Anlage des DVD-Players hier. Der andere ist, muss ich mal ganz kurz ausmachen. So. Ja, Surround-Anlage ist cool. Kurz mal runter. Hier den Subwoofer. Leider kann man den Bass bei der Anlage nicht hochdrehen. Er hat aber deswegen auch nur 170 Euro gekostet. So, dann haben wir hier PS3. Den roten Controller meines Bruders. Hier ist SCADA-Anschluss, den ich brauche, weil ich habe es über den E angeschlossen und der Ton läuft über die Anlage. Klingt besser. Dann haben wir hier den von mir selbst genannten Dildo-Controller oder Move-Controller, wie ihr es nennen wollt. Ich finde den Porten hässlich.
Legen wir mal da hin, ist jetzt gerade mehr Platz. Dann haben wir hier ein paar Spiele. Heavy Rain haben wir. Smooth Starter Pack, wo die ganzen Demos drauf sind, weil richtige Move-Spiele habe ich immer noch nicht. Mein Bruder, iPad, was haben wir noch? Uncharted 2 Platinum-Version. Jetzt mal hier weiter, ich habe die nicht geordnet. Nehmen wir Need for Speed Limited Edition. Jetzt mal da rein. Dann, was haben wir noch? Lego Batman, uhu. Geiles Spiel. Nein. Gibt's besseres. Besseres Lego-Spiel, was wir auch hier haben. Einfach nur Star Wars The Clone Wars. Little Big Planet. Was haben wir noch? Ja, wie es wissen Leute, Bad Company 2. Und Lego Harry Potter, ja, das ist echt in Ordnung. Und wir haben noch zwei Filme. Hangover. Ja. Und ja, Vicky, das ist von meinem kleinen Bruder, aber der kann ja nirgendwo anders gucken als bei mir. Außer unten vielleicht, da war keinen Bock zu. Da haben wir hier noch meine Schultasche, so ein Geld für den Rucksack. Kissen für Sofa, ja. Das gleich noch sehen werdet. Dann hier, das gehört nicht mehr, das ist das ganze scheiß Weed-Zeug und so von meiner Schwester, weil die jetzt auch jetzt immer renoviert bekommen und deswegen hat sie das hier abgelagert. Und ich glaube, ich mache mir Spaß dabei und mache davon ein WeFit ein Video. Aber nee, weil ich glaube, ich würde solche CDs nicht haben. Nein. Wenn, würde ich mir ein cooles Cover ausdrucken und nicht mit der auf Titelpapier schreiben. Ja, dann gehen hier schön die Strippen von der Lautsprecher nach hinten, dann haben wir hier ein, da ein, hier nochmal so von Shell diese Ferraris, alle, ja, hat war ein Vorteil, weil mein Stiefvater durfte nur bei Shell tanken und da hat man natürlich schon schnell die Autos zusammen gehabt. Haben wir hier Mass Effect 2 auf dem Sofa rumliegen, Fahrkarte, iPod, Kopfhörer noch dran, weil ich gestern Abend noch ein bisschen Videos geguckt habe, gestern Abend bin ich noch das, PlayStation Roller, geile Bettwäsche. Ja, das ist jetzt hier mein Schlafgemach und Zockerplatz. Deswegen will ich mir auch noch so ein Verlängerungskabel holen, damit ich PlayStation Fernseher haben kann und trotzdem da hinten am Computer aufnehmen kann. Wäre sinnvoller. Und dann hier noch meine Gehen. Puma, Polimba oder wie immer die Dinger gerade hießen. Ich weiß es gar nicht mehr. Bei Amazon bestellt. Orangensaft, immer wieder geil. Trinke ich nur. Schmeckt mir nichts anderes. Und das Ding wollte ich noch abmachen, ey. Da habe ich es noch dran. Hier, cooler Ausblick aus unserem Fenster zum Nachbarn und direkt dahinter ist der Friedhof. Geiler Ausblick, wie immer gesagt. Ja, nur einen kleinen Überblick hier über das Zimmer. Und ich sage mal, da sehen wir uns im Ausblick wieder, wenn ich wieder weiter quatsche und haut rein.